Ein stiller Revoluzer vom Avantgardisten zum Ehrenbürger, so der Titel der Festschrift, die am Ehrentag von Dieter Gebis herausgegeben wurde. 1984 kam er ins Amt als einsamer Grüner in der Gemeinde Fort. Aber schon damals wusste er zu überzeugen, seine Art kam gut an. Einer, der von Anfang an mit ihm zu tun hatte, war der ehemalige Landrat Josef Neumeier. Er betonte, dass sich Gebis trotz der unterschiedlichen politischen Lager immer konstruktiv eingebracht hatte. Wir haben also zum Beispiel die ganze Abfallwirtschaft miteinander einvernehmlich geregelt. Wir haben also die Frage der Zusammenlegung der Krankenhäuser miteinander erledigt. Also auch, also dann es darum ging, Furt zu unterstützen, waren wir wieder d'accord. Und ich bin eigentlich deshalb heute da, um meinen Herrn Kollegen Gebis zu gratulieren zum Ehrenbürger und mich gleichzeitig zu bedanken für die gute Zusammenarbeit. Mag Dieter Gebis auch auf Landkreisebene seine Spuren hinterlassen haben? Für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde standen natürlich die Verdienste um die Gemeinde Furt im Vordergrund. Was er hinterlassen hat, ist ein sehr, sehr gut bestelltes Haus und eine sehr klare Vorstellung, wo sich eine Gemeinde hinentwickeln soll. Und das ist eigentlich auch das, was ich von ihm versuche zu erben und auch versuche, für die Zukunft fortzuführen. Das große Thema für Gebis, die Nachhaltigkeit. Die Nahversorgung, das Leben im Alter, die Renaturierung des Furter Bachs, das Hackschnitzelkraftwerk, das Dorfzentrum, Furt als Solargemeinde. Was immer allererste Priorität gehabt habe, sei der Bereich Bildung und Erziehung gewesen. Ich nehme diese Ehrung als Ehrung für den Furter Weg, wie er 18 Jahre lang beschritten wurde. Bei meiner Rede habe ich ja selber gesagt, stellvertretend einmal für die Idee der Nachhaltigkeit, stellvertretend auch für die vielen Menschen, die diesen Weg der Nachhaltigkeit im Furt schon sehr unterstützt haben. In einem waren sich alle einig. Neben den Verdiensten um die Gemeinde Furt waren es vor allem die menschlichen Qualitäten von Dieter Gebis, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.